liebe MainzerInnen, liebe NahalesInnen und liebe DingsbumsInnen dritten Geschlechts. Ich freue mich, mal wieder hier in Mainz sein zu dürfen, dieser Stadt, die so tapfer gegen das Coronavirus kämpft. Und seien Sie sich versichert, ganz Deutschland schaut auf diese Stadt. Denn Mainz ist seit vielen Jahren in puncto Hygiene ein Vorbild. Hier heißt es seit Generationen, eine Hand wäscht die andere. Ich spreche hier auf dem Mainzer Schillerplatz am 11.11. zu meinem Volk. Wie Sie sehen, ist auf dem Platz nur eine Handvoll Menschen. Oder wie Attila Hildmann sagen würde, 200.000. Ich bin gerne zu Ihnen gekommen, um mit Ihnen über den zweiten Lockdown zu sprechen. Schließlich hat gefühlt seit dem zweiten Lockdown jede Mainzelbahn mehr Anhänger wie ich. Aber es ist wichtig, dass wir in Mainz und in ganz Deutschland die ältere Bevölkerung schützen. Am meisten sind gefährdet Menschen über 70, also die Wählerschaft der CDU. Wir tun alles, um die Infektionszahlen einzudämmen. Wir erteilen Reiseverbote innerhalb des eigenen Landes. Wir erteilen Ausgehverbote. Wir fahren ganze Industriezweige runter und all dies ohne vorherige Abstimmung im Parlament. Ich versichere Ihnen, Erich Honecker hätte das nicht besser hinbekommen. Und sollte trotz Lockdown doch mal ein Bürger eines Risikogebiets Ihnen über den Weg laufen, dann bitte ich Sie, behandeln Sie ihn, wie so einen ganz normalen Aussätzigen halt. Liebe Mainzerinnen und Mainzer, bitte behalten Sie sich auch während des Lockdowns Ihre Lebensfreude. Mainz ist und bleibt die Stadt, wo man einen Schoppe für unter 5 Euro bekommt und wo das größte Glück darin besteht, nicht aus Wiesbaden zu kommen. Mainz ist auf der Überholspur und das dank Ihrer grünen Verkehrsdezernentin Katrin Eder mit Tempo 30. Die Mainzer Firma BioNTech steht kurz vor dem Durchbruch, einen Corona-Impfstoff zu entwickeln. Donald Trump hatte damals bereits viele Millionen Dosen bestellt. Wer hätte gedacht, dass eine Riesling-Schluckimpfung einmal es so weit bringt? Und so unbefriedigend die Lage auch hier beim Lockdown ist, denken Sie immer daran. Es gibt immer Menschen, denen es noch schlechter geht als Ihnen. Zum Beispiel Menschen, die es mit Karl Lauterbach aushalten müssen. Karl Lauterbach ist wie Herpes, den habe ich ständig an der Backe. Er redet ungefragt und fortwährend. Ich nenne ihn schon den Greta Thunberg der Epidemiologie. Manche Leute sagen, Karl Lauterbach hat Ecken und Kanten, aber ich bin Physikerin und ich versichere Ihnen, eine Null hat keine Kanten.